Herzlich willkommen zurück, meine Freunde, zu einer weiteren Runde. Let's go, Pikachu. Ja, wir haben als letztes, soweit ich weiß, die Pokémon-Liga abgeschlossen. Und wir haben ein kleines Geschenk von unserem Freund Pikachu. Was gibt's? Ja, ein Mini-Strauß. Okay, es gab eine Zeit lang jetzt wieder keine Aufnahmen. Hat ein paar Gründe gehabt, aber jetzt bin ich da. Ich habe euch versprochen, habe zugesagt, dass ich dieses Projekt noch so weit senden will, dann beenden will, wenn ich die drei legendären Vögel und Mewtwo gefangen habe. Und das werde ich auch halten. So. Bei mir bleibt kein Pokémon unvollkommen. Oh, hallo, ich bin's. Schätze mal, erst oben, oder? Ja, danke. Ja, dann kommen wir hoch. Guten Morgen, Champ von Kanto. Na? Gefällt es dir, so angesprochen zu werden? Finde ich nicht besser. Ja, den Titel. Machen wir nicht, keine Sorge. Wenn ich erstmal in Fahrt gekommen bin, gehöre ich mal ruckzuck wieder mir. Ja, klar. Das ist erstmal egal. Hast du schon von diesem superstarken Pokémon gehört? Superstark? Muss ich haben. Superstark? Wie stark denn? Superstark muss ich haben. Haha, wusste ich doch, dass ich reizen würde. Okay, er berichtet mir eigentlich jetzt nur davon, dass ich nach Azuria City gehen kann. Heißt, er erst fängt, gewinnt. Na gut. Ich bin ja mal gespannt. Ich schätze mal, es wird so ablaufen wie der Relaxo-Kampf. Das ist zumindest meine Vermutung. Ich habe bisher auch mich nicht weiter damit beschäftigen können. Hallo Mutti. Okay. Hier gibt es irgendwie nichts zu holen. Na gut, dann würde ich sagen, jetzt wo du Champ bist, kannst... Ah, stimmt. Jetzt weiß ich, warum die da überall fliegen können. Ja, du bist der von der Route 1. Denke, danke, bitte. So. So. Ja, erklärt mir gerade das mit den Meistertrainern. Das ist so die einzige Sache, die ich so schon mitbekommen habe. Dass es quasi Trainer gibt, die quasi jedes Pokémon im Duell halt besiegen, Duellverfahren haben möchten. Ich wollte eigentlich nicht auf Pikachu. Also ich weiß ja nicht, ob ich das erkennen kann, ob der leuchtende Augen hat, aber gut, lassen wir mal so stehen. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Nicht da. Ich wollte einmal hier kurz gucken, wie ich so medizintechnisch aufgestellt bin. Das geht eigentlich gut. Dann würde ich mal sagen, wir machen uns direkt auf, Team. Ich habe doch Aerodactyl, ne? Aus dem Pokéball holen. Müsste doch so gehen, oder? Yeah. Juhu. Sehr schön. Oh, wir können überall drüber fliegen. Das ist cool. Da hätten wir sogar einen Trainer, der Parasekt hat. So, aber ich möchte ja zu gewissen Orten. Jetzt muss ich erstmal gucken. Das war hier mit Himmelsritt. Genau. Womit fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen mit meinem Liebling Zapdos an. Ich weiß nicht, können wir von hier unten nach hier oben fliegen? Finden wir es heraus. Oh. Das ist natürlich auch cool. So. Oh, das sind Ibiz. Oh, wir haben hier Quereinsteiger. Ach, schade, wir können hier nicht drüber fliegen. Schade. Oh, das... Na, Aerodactyl. Oder liegt noch ein Item? Oder kann er uns eigentlich herausfordern, wenn wir hier oben fliegen? Nö. Das ist ein Glutexo-Trainer. Na gut, dann würde ich sagen, wir müssen... Nein, hier runter. Und nochmal. Also müssen wir... Hier können wir nicht hinfliegen. Das heißt, also ich muss von hier an. Aber das ist cool, dass das dann
Also, dass das dann nicht auf Pikachu wechselt, sondern bei Aerodactyl bleibt. Das ist schön. Ich hoffe, dass ein Teil der Interaktionen im nächsten Hauptteil auch vorhanden sein werden. Falls natürlich irgendwas geleakt werden sollte nach dieser Aufnahme, kann ich halt nicht. Kann ich einfach so rüberfliegen? Kann ich halt nicht. Ja. Kann halt nicht im Voraus vorhersagen. So rum. So. Da hätten wir es doch. Nee, warte mal, ich wollte. Ich müsste jetzt vom. Ich muss erst wieder reinkommen, Leute. Seid mir nicht böse. So, warte mal, ich hole Sandama raus. Weil Sandama jetzt auch das beste Matchup letzten Endes ist. Bewegen. So. Und Absturz. So. Findet eine Donnerstein. Pikachu ist nicht begeistert von Donnerstein. Wer ist das? So. Oh, Electek. Stimmt, hier gibt es ja auch Electek. Auch einer meiner favorisierten Pokémon. Oh, was ist los, Pikachu? Ah ja, stimmt. Pikachu reagiert ja auf Zapdos. Ich frage mich jetzt, ob das hier immer noch diese Falle gibt mit den Voltoballen. Dass man die aus Versehen anspricht und das dann. Oh. Du gibst mir eine Attacke. Ja, werde ich meinen Job. Ja, mach deinen Job mal. Na los, dann lass uns mal kämpfen. Mal gucken, was wir von dir für eine TM bekommen. So, ne? Amoroso. Damit hätte ich jetzt am wenigsten gerechnet. Na, mal gucken aufs Level. 44, wir könnten das outspeeden. Ich versuch's mal. Ja, es ist schneller. Hier, bitteschön. Zack und weg. Dem, dem. Sehr schön. So, Aerodactyl. Okay, wir haben hier nur Gesteins-Pokémon. Bodycheck. Nicht gerade besonders effektiv gegen Sandama. So. Oh, jetzt wo ich hier gerade bin, fällt mir ein, ich habe gar nicht gecheckt, ob ich noch genug Pokébälle habe. Au. Verteidigungsdrop natürlich. Machen wir Durchbruch. Zwar nur neutral, aber es sollte den Rest machen. Vor allem jetzt. So, okay. Einer noch. So. Oh, das sind alle Fossil-Pokémon. Wir sollten aber schneller sein als Kaputops. Nein? Ach, Wasserdüse. Ach, Verteidigungsdrop, nein! Sandama. Eieieiei. Okay, damit hätten wir das auch erledigt. Aber trotzdem. Okay, was kriege ich jetzt von dir? Bodycheck? Hast du das für mich? Sonnenbonbons. Dein Ernst? Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir irgendetwas Besonderes noch kriegen. Was. Aber gut, dann halt nicht. So, einfach mal hier hochpäppeln. Dankeschön. Und nochmal ein Sprudel hinterher. So. Okay. Oh, hallo, der Electek. Ja. Ich bin aber hier auf ein anderes Pokémon aus. Gehen wir erstmal hier lang.
nichts speziell Verteidigung. Das ist natürlich ein relativ gutes Ding. Ein Elektroball? Hm. Das ist ein Trainer, der einen Voltoballkampf haben möchte. Ja, Items. Noch ein Donnerstein. Die kriegen wir ja um die Ohren geschmissen am Eingang und jetzt hier. Wie viele Elektro-Pokémon gab es denn, die einen Donnerstein brauchten? Eigentlich Pikachu, Raichu und Blitzer. Also Evoli Blitzer. Hi. Okay, wir haben genug Bälle, das sehe ich gerade. Aber ich habe jetzt kein Interesse, mich mit dem Kleinen auseinanderzusetzen. Ich möchte den Boss sehen. Dein Ernst? Du willst ein Zapdos-Battle haben? Lass mich ran, das ist ein Voltoball. Oh, Elektroball. Oh, das will kämpfen. Das ist natürlich auch was Cooles. Kampfzeit, 5 Minuten. Schlagbohrer. Das ist natürlich lustig. Und weg. Okay. Und jetzt gehen wir in den Fangmodus über. Beutel. Habe ich noch andere Bälle? Nur den Meisterball. Und 1000 gefühlte Pokébälle. Aber ich nehme den Pokéball, weil dann kann ich ein bisschen das Werfen nochmal üben, weil nach einer langen Zeit ist man da doch ein bisschen außer Übung vielleicht. Wie hatte ich das mit meinem Trick nochmal gehabt? Ey, du! Hörst du auf? Das Elektroball trollt mich. Es ist Elektroball, das geht übelst ab, Uppla. Ja, ich muss üben. Ich hab getroffen, aber es ist jetzt nicht das Ergebnis, was ich möchte. Na gut, versuchen wir es noch einmal. Ja, okay, das war okay. Ja, ist in dem Punkt egal. Ich nutze das Elektroball zum Üben, auch wenn es mich trollt. Ja. Diese seitlichen Würfe muss ich noch ein bisschen... Okay. Okay. Ich versuche gerade mal was. Ah, okay. Ich merke schon, ich habe nicht ganz die Taktik mehr drin wie sonst. Vielleicht muss ich mich mal ein bisschen anders hinsetzen, ein bisschen mehr Spielraum schaffen, auch wenn ich hier so wenig habe. Ey, du! Ja, verdammt. Voilà. Ich sollte nicht, während ich... Ey, du! Das war so ein schöner Wurf. Okay. Ah, gut, dass du nochmal ausgebrochen bist. Dann kannst du nochmal ein bisschen weiter hier versuchen. Okay, die seitlichen Würfe habe ich momentan besser drauf, scheinbar, als die direkten Würfe. Ja, die habe ich besser drauf, gerade. Was irgendwie traurig ist. Ja, das kriegen wir schon noch hin. Oh, ja, ja, nein. Okay, bisher habe ich nur den linken Wurf wieder drauf. Egal, ich werde mich trotzdem mit Zapdos anlegen. Hä? Den Wurf habe ich jetzt nicht verstanden. Hm.
Dein Ernst, Zapdos? Zapdos sei schon Elektroball. Okay. 1000 Würfel gebraucht. Na super. Aber gut. Muss ich so hinnehmen. So. Da haben wir Zapdos. Zapdos, Zapdos. Ich habe schon meine Bedenken. Ich werde auch speichern davor. Denn ich werde es fangen. Jetzt auf ganz normalen Wege. Danach werde ich ein Reset machen. Außer es hat natürlich das Wesen, was ich ungefähr haben möchte. Und dann werde ich das richtig fangen. Also nachträglich richtig fangen. Offscreen wahrscheinlich. So. Hallo, mein Liebling. Boah. Also ganz ehrlich, das, was wir eben gerade gesehen haben, diesen Angriffsbildschirm, da kriege ich gerade echt Bock drauf, das zu zeichnen. Also wirklich, also Lichtschild. Hm. Zapdos, ne? Okay, das ist natürlich gut so. Zapdos hat eigentlich nichts im Petto, oder könnte wahrscheinlich, hat wahrscheinlich nichts im Petto, um Sandama gefährlich zu werden. Das Stärkste müsste der Borschnabel sein. Und der hier nicht gerade glänzend wirkt. So. Das ist schlecht. Sandama. Lass uns nicht hängen. Autsch. Der eine Miss und Sandama ist down. Ja klar, wir rufen das nächste Pokémon. Ich nehme mal Aerodactyl. Aerodactyl müsste das Zapdos ja outspeeden können. Und damit halt den schnelleren Hit haben. So, Erdbeben können wir nicht machen. Fliegen wäre Schwachsinn. Knirscher. Weiß ich nicht, ob das reicht. Ist jetzt auf Steinhagel. So. Okay. Zapdos. Riesig. Ja, mein riesiges Zap. Ich werde es definitiv nicht mit einem Pokéball jetzt fangen. Dafür bin ich viel zu ungeübt momentan. Ach du Scheiße. Okay, ein riesiges Zapdos. Okay, Zapdos. Yes! Zapdos! Zapdos mag mich eben, merkt ihr es? Es ist riesig und gleichzeitig noch mit dem zweiten Ball drin geblieben. Es mag mich. Ich wusste es, Zapdos. Ich möchte gucken, was ich von Zapdos habe. Wenn es das ideale Wesen direkt hat, werde ich es auf jeden Fall behalten. Nee, warte mal. So kommen wir auch dahin. Genau. So. Ich glaube, man kann sogar Zapdos noch nachträglich fangen, wa? Frech ist natürlich auch ein cooles Wesen, theoretisch. Ja gut. Der Angriff ist natürlich übelst mies. Okay. Ich will eine Sache noch kurz wissen. Ich muss mal Zapdos eben mitnehmen. Team hinzufügen. Ging last. Aber ich tue resetten. Ich möchte hier ein... Obwohl.
Ich weiß es nicht. Ich guck nachher mal. Ich resette dann, so wie ich es gesagt habe, weil ich das anständig fangen möchte. Aber ich will eine Sache jetzt erstmal wissen. Fliegt Zapdos mir hinterher oder kann ich auf Zapdos fliegen? Ich glaube, es fliegt mir aber hinterher. Hallo? Achso, ich müsste das auswählen. Ich bin ja auch aus dem Pokéball holen. So. Oh, hallo Zapdos. Hi. Ich bin ganz ehrlich, ich will es gar nicht mehr hergeben. Das ist mein Zapdos. So. Ich lasse es. Es ist mein Zapdos. Ende aus. Ich behalte es. So, damit ich auch das ja nicht mehr rückgängig machen kann. So. Gut. Du bist toll. Entschuldigung, ich mag Zapdos halt, ihr wisst es. So. Ich will es gar nicht rausnehmen. Ich bin ehrlich, ich will es gar nicht rausnehmen, aber ich will Sandama nicht auf der Bank lassen. Sandama hat treue Dienste immer erwiesen. Ja, tun Aerodactyl erstmal raus. Ach, warte, Y. Holen Sandama wieder rein. Obwohl. Erstmal Sandama wiederholen, ja. Team hinzufügen. Tut mir leid, Zapdos, aber ich habe mit diesem Team durchgespielt, also werde ich schon noch euch alle anderen damit fangen. So. So komme ich ja auch dahin. Was geht mit dir denn ab? So, dann benutzen wir Himmelsritt und kümmern uns um den nächsten Vogel. Und tschüss. So. Ich will alle Vögel, wenn es geht, noch in dieser Folge fangen. Damit ich dann die letzte Folge für den größten Vogel aufheben kann. Ich sollte natürlich auch Sandama wiederbeleben, wa? Schneera. So. Zack, da, 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 da. So. Vielen Dank. Ciao, ciao. So. Gut. Ich weiß aber. Nein, ich will das Team. Ich will ins Team. Ich will auf Aerodactyl fliegen. So. Ich kann nämlich Aerodactyl und das kommt doch gleich nach vorne. Obwohl. Nö, Akani soll. Ups. Akani sollte der Leiter des Teams werden. Also. Bewegen. So. Auf geht's. Und wir hauen mal ab und besuchen mal Arktos. Soweit ich weiß, habe ich sogar alles vorbereitet gehabt. So. Ich weiß nicht mehr, welchen Eingang. Ich glaube, der hier. Darf ich hier rein? Kann ich hier auch runter irgendwie? Mit einem Knopfdruck zum Beispiel? Okay, ich muss ernsthaft. Ich laufe mit Giflor jetzt rum. Ernsthaft so machen, damit ich dann. Hallo? Das wollte ich gerade die ganze Zeit haben. So. So, hallo Giflor. No? So, die Frage ist jetzt, wo müssten wir hin? Ich
Du musst es immer so ein bisschen umdenken. So. Kommen wir hier noch ein bisschen runter? Nee, ja. Ich springe einfach. Was soll der Geiz? Hui. So. Okay, die Verbindung hätten wir. Aber ich wollte jetzt nicht hoch. Dratini. Also Dratini sage ich schon, Dragonier. Hallo Zubat. Warte mal. Das Rätsel habe ich nicht gemacht. Und da wurde es resettet, weil ich nicht das... So, ich mach das einfach nochmal. Zack. Hui. Dein Ernst? Ich hab nicht mal in die Richtung gelenkt. Dein Ernst? Ich habe nicht mal in diese Richtung... Ja... Pikachu spürt wieder die Präsenz. Ja. Oh, hallo Rosanna. Nein, danke Rosanna, ich möchte nicht. So. Ich möchte den Birdie fangen. Dun, dun, dun. Oh, hallo Yugong. Hallo Fleckmon. So. Da muss ich echt aufpassen auf das Ding. So, weg mit. Weg damit. Flop. So, ja klar. Zack. Einmal und zweimal. Einmal. Zweimal. Eins. Zwei. Und drei. So. Tschüssi. Und jetzt nochmal hinterher. So. Hallo Arktas. Oh, warte mal, was haben wir denn hier liegen? Danke für eine Riesenperle. So. Oh, hier ist sogar ein bisschen Grasfläche. Ui. Hallöchen, Arktos. So, Akani. Ich würde sagen, ein Flammenblitz, ne? Volle... Oh. Arktos handelt sehr gut instinktiv. Und blockt meinen Flammenblitz damit ab. Patz. Gezimmert hat er trotzdem gut. Okay, dann versuchen wir es mit Flammenwurf. Eisstrahl. Ja, Arktos hat leider nicht mehr im Petto. So, bitteschön. Okay, einmal noch und dann haben wir es down. So, noch einmal Eisstrahl einstecken. Das sollte kein Problem sein. Ja, und tschüss. Okay. Jetzt geht's darum. Okay. Hm. Okay. Okay, Arktos, ich mag dich nicht, oder? Oder magst du mich? Ey, du! Das mag mich echt nicht. Jetzt bleibt's in der Mitte.
wo ich meine Hand gerade so positioniert habe, dass ich schon nach links werfen kann. Du trollst mich, ha? Das machst du gerne, wie es aussieht. Hm. Hab ich die Geschwindigkeit von Zapdos zu schnell eingeschätzt. Ja, du trollst mich echt gerne, ha? Schöner Wurf, aber leider nicht ganz. Ja. Ich überlege gerade die ganze Zeit, wie ich das früher gemacht habe. Ich hatte irgendwie den Dreh mal raus, einen richtig guten. Arktos, ne? Auf dem Gebiet werden wir wohl nicht so schnell Freunde, ha? Ich bin zwar ein Pokémon-Trainer, der gerne Eis-Pokémon benutzt, aber irgendwie hast du nie zum Inventar gehört. Ja, ich weiß, das gefällt dir nicht, wenn ich das sage, wa? Aber ich glaube, ich komme echt mit Arktos nicht auf einem Nenner. Dafür bin ich einfach zu ungeübt. Sag ich ja. Oh, ich habe einen guten Treffer gelandet. Soll ich dir etwa versprechen, dass wir... dass ich öfter dich jetzt einsetze. Ja? Nee. Das zieht bei dir nicht, nein. Dass ich dich immer einsetze. Hm, ich glaube, das glaubt Arktos mir selbst nicht. Hm. Was kann man denn für dich denn machen? Wollen wir ein Eis essen gehen? Hm? Das wäre vielleicht eine Idee. Nee? Nee. Mir fällt echt nichts mehr ein für Arktos. Soll ich Arktos daten oder was? Nee, ich glaube, das hat auch nicht gezogen. Das ist sowieso... mit einem Arktos am... in so einem Candlelight-Dinner. Na komm schon, Arktos. Na komm! Ach, Mann. Guck mal, Arktos, ich war sogar so nett und habe dich vor Lavados gefangen. Das muss doch schon was heißen, ja? Obwohl ich letzten Endes... ja... ich sag ja schon nichts mehr, Arktos. Ja, ich glaube, Fresse halten hat auch nichts gebracht. Na komm schon, Arktos. Ich hab dich doch lieb. Oh, Arktos wollte nur das hören. Was ein süßes Arktos. Es wollte einfach nur hören, dass ich es auch gern habe. Das rührt mich. Ah, warte mal, Pikachu will was? Feierst du jetzt wieder?
Hui. Okay, also einer fehlt jetzt noch. Hm, habe ich zufälligerweise Medizintasche Stärke durch. Kampf. Achso, warte mal. Fluchtseil da. Bye, bye. So, dann bleibt nur noch ein einziges Ding übrig. So. Und Himmelsritt. So, auf zur Pokéliga. Und Abflug. Gehen wir jetzt den letzten der drei an. So. Erstmal würde ich gerne Heilung haben und ein paar Bälle einkaufen. Ja, ich bräuchte etwas von dir. Ein paar tausend Bälle. Arctos hat halt einige gefressen. Haben wohl scheinbar gut geschmeckt. Oh, drei mehr Bälle erhalten. Oh, dankeschön. Das reicht schon. Alles gut, alles gut. Dann haben wir hier alles frisch machen. Jetzt bin ich ja mal gespannt auf Lavados hier. Also von allen drei Vögeln habe ich Zapdos am meisten genutzt und Arctos am wenigsten benutzt. Weil mit Arctos, man hat zwar ein paar Taktiken, ja, mit Agilität zum Beispiel, was man damals da gemacht hat, Delegator, aber es kann halt seine Stärken nicht ausspielen. Arctos Stärken liegen normalerweise, also liegen hauptsächlich in der Verteidigung. Mal gucken, ob man hier das veranschaulichen kann. Bericht. Lasch. Boah, das Wesen, was ich am meisten hasse. Ja, selbst mit dem Wesen Lasch, wo die Spezialverteidigung gesenkt wird, ist die Spezialverteidigung immer noch der höchste Wert nach KP. Ja. Man kann diese Verteidigungswerte sehr schlecht ausspielen bei Arctos. Das ist halt das große Manko, weil Arctos hat Schwäche zu, Doppelschwäche zu Gestein. Ja, es hat Schwäche zu Elektro. Ja, anfällig gegen Feuer. Anfällig gegen Stahl. Also es hat halt einen Rundumpool von guten Schwächen. Was das halt sehr problematisch macht. Oh, Pikachu hat ja schon jetzt Ehrfurcht. Ach ja. Ey, Dudes. Nein, danke, Dude. Aber nett von dir. Onyx. Vielen Dank, Onyx. Aber wir sind heute auf der Durchreise. So. Sieht ziemlich schwer aus. Möchte der Partner. Ja, klar. Möchte mein Partner. Der möchte da drauf klatschen. So. Klatsch. So. Gut. Zack. Zack. Okay. Jetzt muss ich nur mal überlegen, wo das mit Lavados war. Wir müssen auf jeden Fall wieder hoch. Zwar, lass mich nicht lügen, irgendwo hier links sogar. Oder runter? Kann es noch runter gewesen sein? Ja, jetzt müsste es richtig sein. Ja, ist es. Oh, hier ist ein Feuerstein? Nein. Ich dachte schon Feuerstein hier so. Hallo Lavados. Der letzte im Bunde. Ich will jetzt nicht sagen, dass Lavados zutraulich ist, aber es ist auf keinen Fall scheu. Das auf keinen Fall. Nein, ich mache ja keinen Boost, das kriegen wir ohnehin. So, Aquana. Luftschnitt.
Das ist natürlich ein schöner Move und macht ordentlich Schaden. Hier, wir löschen mal deine Flammen. Die Retourkutsche dafür. So. Beende es mit einem Spukball. Ja, ja. Keine Sorge, Aquana. Okay. So. Jetzt haben wir Lava das ein bisschen abgekühlt. Oh, das fliegt gemächlich. Gerade den nächsten Ball hinterher geschossen. Was, du blockst meinen ersten ab? Hier kriegst du den nächsten. Du bist echt gemütlich, mein Freund. Oh, schade. Und... Oh. Ah. Okay, jetzt habe ich zumindest den Dreh raus, wie ich... das Ding halten muss, um ein bisschen höher zu kommen. Ich werde es wahrscheinlich immer wieder da abfangen, außer ich warte etwas. Na gut. Ah, das war zu schwach. Du! Na, da war ich zu eilig. Ich war zu langsam. Hätte ich durchgetriggert, hätte ich das sofort getroffen. Nein, das war zu hoch. Ah. Menno. Wenn ich so schnell machen möchte, weil der, wenn ich nicht möchte, dass du die seitliche Bewegung einsetzt. Ja, dann bin ich dann zu langsam. Na gut. Voilà. Du blödes Zapdos. Oh yeah! Genau so hatte ich es eigentlich die ganze Zeit abgesehen, aber... Ah, das war dir noch nicht genug, Zapdos. Lavados. Und... einfach fabelhaft. Na schade, ich war zu langsam ein Stück. Sehr schön. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. So. Und damit hätten wir alle drei Vögel eingesackt. Und damit können wir uns dann in der letzten Folge auf Mewtwo konzentrieren. Und damit würde ich sagen, ich verabschiede mich, rüste nochmal die Bälle nach und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder mit Mewtwo. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin.